Machen, dann ist Herr Warwick dran mit der nächsten Frage. Deutschland ist ja nach wie vor, zumindest was die großen EU-Länder angeht, das Land mit der höchsten Konzentration oder der höchsten Ungleichheit an Vermögen. Da würde mich interessieren, da gibt es ja auch eine entsprechende regionale Konzentration. Korrigieren Sie mich, aber ich habe das im Bericht nicht wiedergefunden. Deswegen die Frage, wieso wurde dieses zentrale Element von Ungleichheit nicht aufgenommen in dem Bericht? Es geht in dem Bericht um die Infrastrukturen unseres Lebens, die dann die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse voraussetzen. Und der Begriff Gleichwertigkeit, so interpretationsoffen er ist ein breiterer Ansatz als nur Einkommensverteilung, nur in Anführungsstrichen. Dafür gibt es natürlich jede Menge andere statistische Berichte, also wie sich die Einkommen insgesamt entwickeln, wie sich das Medianeinkommen entwickelt, wie sich die Spitzeneinkommen entwickeln und so weiter und so fort. Dieser Bericht legt bewusst einen anderen Fokus, setzt nämlich auf den jetzt nochmal infrastrukturellen Voraussetzungen aus, aber dazu gehört auch zu den 38 abgefragten Kriterien, sowas wie intakte Natur bzw. Luftqualität oder Waldbestandteile in den jeweiligen Regionen. Also er wählt auch soziale oder ökologische Faktoren und bezieht sie mit ein. Ja, noch ein Zusatz, eine Frage an Frau Faeser. Ich habe gesehen, wir befinden uns ja mittlerweile im letzten Drittel. Es gibt Medienberichte, namentlich der Süddeutschen, dass das BMI verhindert hat, dass 40 schwer verletzte Kinder aus Gaza mit familiärer Begleitung nach Deutschland eingeflogen würden. Finanziell und medizinisch soll schon alles vorbereitet gewesen sein, aber das BMI hat sozusagen diese Einreise verweigert. Da würde mich interessieren, was waren die Beweggründe, auch eingedenk der Tatsache, dass selbst das Meloni-regierte Italien in der Lage war, 100 schwer verletzte Kinder aus Gaza einfliegen zu lassen. Also erstmal gibt es eine unterschiedliche Verteilung, wer wo sich besonders stark engagiert. Deutschland hat sich sehr stark bei Afghanistan, der Rettung von Kindern, Familien, Ortsangehörigen damals engagiert. Und zwar in sehr, sehr großem Maße, auch für die anderen Länder. So macht es Italien jetzt auch mit der Rettung der Kinder. Es gibt dort auch Verabredungen der unterschiedlichen Aufteilung. Mir ist nicht bewusst, dass es eine Anfrage für diese 40 Kinder gibt. Mir ist eine Anfrage bewusst für ganz wenige, eine Handvoll Kinder. Dort sind wir in sehr gutem Austausch und wollen auch nichts verhindern. Das Einzige, was wir natürlich überprüfen, ist Sicherheitsüberprüfung, wer kommt dort mit an Erwachsenen, Begleitpersonen. Das ist aber etwas, was wir immer tun und das ist der Sicherheit dann in Deutschland geschuldet. Herr Decker.